Moin. Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja. Ja. So, und du? Ist der Kaffee noch heiß? Hm. Bitte. Hm. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Moin. Na, mein Süßchen. Oh, wir sehen beide ganz fit aus. Ja, gut, dass wir nur einen Podcast machen, ne? Und kein Video. Oh, stell dir das im Video vor. Zwei so Plissee-Faltenteile da. Du, ich glaube, das gibt einen Kracher. Das gibt. Ja. Das gucken sich Menschen an, die gucken sich das nur an. Wow, ne? Ich bin Faltenrock. Aber überhaupt, ne? Wollen wir erstmal einen fröhlichen zweiten Advent, ihr Lieben? Ja, genau. Fröhlichen zweiten Advent. Guten Morgen, ihr Lieben. Morgen. Überall, nah und fern. Auf all den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Genau. Oh, wir sind sowas von den Weihnachtsstimmung, das könnt ihr euch kaum vorstellen, weil der Hammer ist jetzt so. Also ich weiß nicht, wie viele Kilos ich in der Weihnachtszeit wieder zunehme, aber es werden einige werden, weil, das habe ich von Annika, vor mir stehen Gewürzspekulatius, so, wisst ihr, diese braunen, ne, diese Gewürz, und wir haben ja im Sommer ganz fleißig Pflaumenmus eingemacht, so, und jetzt kommt der Kracher, wenn ihr jetzt, ich demonstriere euch das mal, ihr seht es ja, ne, könnt ihr jetzt sehen, also ich gehe in ein großes Einwegmachglas mit Pflaumenmus, was er vorhin schon geöffnet hat, was ich vorhin schon geöffnet habe, nehme einen großen Löffel und träufel dann einen kleinen Klecks von diesem Pflaumenmus, und jetzt wird's ganz irre, auf diesem Gewürzspekulatius. Und jetzt hört zu. Gefühlte 1000 Kalorien pro Spekulatius. Wisst ihr, was so ein kleines Scheißding für Kalorien hat? Ich habe es gelesen. Man soll nicht das kleine gedruckte lesen, das macht nur schlechte Laune. 50 Kalorien. Ich schaufel da die Dinger rein und freue mich meines Lebens irgendwie wunderbar. Oh, ja. 50, ich sage 5-0, 50 Kalorien ohne Pflaumenmus. Aber ihr müsstet ihn mal sehen. Michael Thiel sieht inzwischen aus wie ein glücklicher Hamster, der also in die Spekulatius haut. Ja, genau. Meinem Arm geht's besser, meiner Schulter geht's besser. Der Chirurg, ich hatte doch so Schwierigkeiten, so richtig doll Aua, so lange Zeit, und die wussten nicht so richtig, was das ist, habe ich jetzt einen Wunderchirurgen gefunden, einen Orthopäden. Und der sagte zu mir, stellt euch vor, also Herr Thiel, ich operiere echt gern, ne? Ich finde das richtig toll, aber Ihre Schulter zu operieren, das bringt irgendwie nichts. Nee, da müssen wir irgendwie anders ran. Das heißt, ich muss nicht unter das Messer, und das macht mich so richtig glücklich, und darauf gönne ich mir doch noch die zweite Hälfte von meinem Gewürzspekulatius mit diesem sensationellen, selbstgemachten Pflaumenmus. Die Diagnose hat er Freitag, und ihr könnt euch vorstellen, seitdem schwebt Tilly und frisst sich durch alles, was er in der Weihnachtszeit durchfressen kann. Tut ja immer noch weh und so, aber das kriegen wir auch anders hin. Ich mag nicht, ich will nicht aufgemacht werden, nee. Nee, dann so. Würde er auch nicht mehr so gern operieren. Nee. Also, na, ich war glücklich, also Kinder, das kennt ihr doch sicher auch alle, dass er sowas schon mal, dass so ein Damoklesschwert über euch schwebt, ne, ist. So Mist, eine Prüfung, ein Arzttermin, irgendwas. Ich hatte meinen Arzttermin am Donnerstag, habe ich ja auch immer so Muffensausen vor, weil ich nicht so gut. Also seit Thorsten bin ich ja schon sehr viel besser, seit Thorsten, unserem guten Freund und Arzt. Ja, bist du. Aber viele Grüße an Thorsten, mein Schatz. Aber mit dem ging schon vieles besser, und seitdem ist es auch nicht mehr ganz so schlimm. Ja. Früher bin ich also nach hinten übergekippt, ich hatte solche Angst. Jo. Aber das geht jetzt inzwischen so einigermaßen. Trotzdem ist das immer eine Anspannung. Ist es. Ist immer fürchterlich. Ja. Das hat mein Opa immer gesagt. Ärzte und Polizei immer von Achtern ankiegen. Ja. Von Achtern ankiegen heißt von hinten ansehen. Mhm. Für die Ausländer hier. Oder die, also nicht Norddeutschen. Die nicht Norddeutschen. So. So. Und wollen wir zum Thema kommen eigentlich? Also, das war jetzt abrupt, ne? Ja, du kannst doch machen einen eleganten Übergang. Ne, mach ich nicht. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Da war es dunkel und bitter, bitter kalt. Sie kamen an ein Häuschen aus Pfefferkuchen und Wein. Wer mag wohl in diesem Häuschen da wohl sein? Ja, so ungefähr. Oder wer? Vor allen Dingen Betonung auf Wald. Auf Wald, weil wir wollen über Wald reden. Jo. Und die Idee kam von Marc, ne? Ja, ganz Marc ehrlich. Marc hat gesagt, irgendwie zu dir hat er es gesagt, zu mir gesagt, das wäre doch mal ein Thema, der Wald.
Ja. Und ich habe gleich gedacht, das ist ja ein super Thema. Und wie interessant ist das dann, ne? Ja, ist toll. Und wir waren gerade dabei und haben hier schon ein bisschen auf Weihnachten geschmückt, so mit Tanne, wie man es macht. Mhm. Und ich habe so Deko-Tannen, so kleine. So mit Tanne, wie man es macht, das muss ich erzählen, wenn ich mein Läufchen mache. Ich glaube, irgendwann werde ich festgenommen. Wenn ich im Knast lande, ne, sagt, den löst mich aus irgendwie. Weil ich pflück ja dann gerne nicht im Naturschutzgebiet. Nein, nein, das meine ich nicht. Aber wenn mir da so hübsche kleine Zweiglein entgegenkommen und ich denke mir, das wäre schön für Annika, aber auch für mich, weil ich liebe das auch, dann nehme ich die mit. So, und jetzt ist eben Tanne angesagt. Ja, aber du musst dazu sagen, das sind eins, zwei, drei Zweige. Ganz ja. Und zwar wirklich die schon runtergefallen sind. Also du gehst ja nicht dabei und rammst jetzt irgendwie der großen Kiefer. Also um Gottes Willen. Leute, macht euch keine Gedanken, der ist nicht mehr der Säge beim unterwegs. Nein, nein. Aber es ist schon so, ich habe mein Bart jetzt noch ein bisschen wachsen lassen. Es wird ja kalt und Winter. Die Kinder, die gucken schon ein bisschen komisch. Und wenn ich dann noch mit Tannenzweigen da durch die Gegend laufe, dann fragen heute, die sich. Heute, war das im Fahrstuhl oder nee, wo? Ja, es war im Fahrstuhl, das war so süß. Ich war in einem großen schwedischen Möbelhaus und bin mit dem Fahrstuhl dann gefahren. Und da war ein ganz süßes kleines Mädchen mit ihrem Papa. Und die waren auch ganz niedlich miteinander. Und die Kleine guckte mich mit ganz großen Augen so richtig skeptisch an. Echt ohne Scheiß. Und dann sage ich zu ihrem Vater, na, ich glaube, sie rätselt jetzt, ist das oder ist das nicht? Ja, sagt er. Und das ist ja auch wichtig, da muss man sich ja auch entsprechend verhalten, sonst gibt es irgendwie Probleme. Ne? Und dann habe ich sie aber gesagt, Hase, ich bin's nicht. Wünsche dir schöne Weihnachten, dass wir schon was schenken und so. Ja, ja. So. Und hat sie dann auch nicht mehr so ängstlich geguckt? Ja, dann wusste sie so gar nicht mehr, was los war. Ich habe mal einen Weihnachtsmann gespielt im Theater für Kinder. Nee, Quatsch, im Theater an der Marschallstraße in Hamburg. Und da gab es dann immer zu den Weihnachtsmärchen, wenn die Kinder fertig waren, dann stand immer der Weihnachtsmann, also ich in dem Fall, vor der Tür oder an der Tür und dann bekam also jedes Kind dann so einen kleinen Schokoladenweihnachtsmann. Ja, so ein Beutelchen gab es immer, ein Jutebeutelchen. Sehr zur Freude der Eltern habe ich dann natürlich auch mit den Kleinen geredet und habe denen alles versprochen, dass sie alles bekommen, was sie wollten. Pony, kein Problem. Oh, ja, irgendwie, was weiß ich was, irgendwie so das Abstruseste. Aber das wollte ich erzählen. Da war ein kleiner Junge, der sah mich, große Augen, roter Kopf, Schrei, Krampf und verschwand dann in der Garderobe. Und Mutti sagt, ja, der hat so Probleme irgendwie. Ja, mit okay. Weihnachtsmann. Also bin ich erstmal in den Nebenraum gegangen, damit der Kleine sicher durch die Tür kam. Mhm. Und dann kam ich wieder raus. Das hat Spaß gemacht. Oh, ich habe es geliebt. Ich liebe das. Und so. Waren immer 43 Vorstellungen vor Weihnachten? Ja. Was hieß denn irgendwie, ich weiß nicht, du hast dir das ja geteilt mit irgendwie. Ja. Ein Zwischenjob immer, ich muss wieder einen Weihnachtsmann machen. Ja, aber weil es so niedlich ist. Ja, ne? Genau. Es ist einfach niedlich. Ja, es ist auch süß. So, Wald, ja, Bäume. Tolles Thema. Ja, tolles Thema. Weil im ersten Moment denkt man, wieso Wald, was soll man denn dazu sagen? Okay, im Moment haben wir es ein bisschen mehr mit Wald. Und wenn ihr mehr darauf achtet, das finde ich so bestrickend, Weihnachten geht nicht, bei uns jedenfalls nicht ohne Wald. Nee. Also wir haben immer irgendwie in unserer Weihnachtsdeko Wald. Wir haben Tanne, wir haben eine Tanne stehen, wir haben den Bezug immer zu Wald, zu Weihnachten. Ganz erstmal so als erstes, um locker anzufangen. Mhm. Wir Weihnachtspostkarten, irgendwie so Motive. Du siehst immer irgendwie den Weihnachtsmann irgendwie mit Wald oder irgendwie sowas im Hintergrund. Ja. Da kommt eben mit dem Schlitten und dann fährt er natürlich auch irgendwie durch den Wald oder sowas. Mit den Tannen ist er unterwegs. Wenn wir Deko, auch selbst moderne Deko, dann haben wir, der Hirsch ist absolut in. Ne? Mhm. Wir haben überall Deko-Tannen und sowas. Mhm. Ob sie nun echt sind, ob sie wirklich sind. Wir haben kleine Tannen in Töpfen. Also Eis und Krempel, es spielt eine Rolle zu Weihnachten einfach, ohne dass wir da groß drüber nachdenken. Mhm. Aber wir haben schon einen Bezug davon, also dazu. Mhm. Und ich habe immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe immer dieses Bild, also wenn ich ein Weihnachtsbild im Kopf habe, dann ist es wirklich so eine Landschaft, wie wir sie und du besonders auch in Österreich, in Tirol so noch erleben durften, wo wirklich eine wunderbare schneebedeckte Fläche mit Wald,
richtig diese fetten Tannen mit Fettschnee obendrauf. Mhm. Und dann hast du so im Hintergrund vielleicht irgendwie ein beleuchtetes Haus. Mhm. Und vielleicht, wenn es so richtig kitschig dann wird, dann hast du auch noch ein paar Pferde, die dann Schlitten ziehen. So eine kleine Kapelle oder irgendwie sowas. So. Darum, wenn Wintersport ist und du siehst da von Östersund oder irgendwo, wenn die in Korpisäki oder keine Ahnung wo, Kusamo in Finnland Biathlon machen und du siehst diese dicken Tannen im Hintergrund, dann denkst du immer, boah, sieht das genial aus. Oder hier aus Andhofen, also wo dann Biathlon ist und da Abfahrtski in Kitzbühel und du siehst denn da Winter, das ist ja auch irgendwie reizend. Na, für uns, noch, in diesem Kulturkreis hat das was. Was wie vor Jahren waren Annika und ich in Finnland, im finnischen Nationalpark und da gab es so eine kleine so eine Hüttenlandschaft sozusagen mit einem kleinen Ofen, mit einem kleinen Kamin und das war richtig fetter Schnee. So richtig so. Dass du richtig auch gucken musst, dass du dann aus deiner Hütte rauskommst, wenn das so richtig geschneit hat. Ne? Aber wie romantisch, wie schön. Das war an der Grenze zu Russland. Genau. Und dazu gehörte ein ganz altes, richtiges Blockhüttenhaus. Mhm. Richtig in Karelien heißt die Gegend an der russischen Grenze. Tief verschneit. Und wir waren dann nachts, haben wir im Wald ein Lagerfeuer mit den anderen gemacht, aus anderen Hütten und mit dem das Goethe, der gefragt hat, ob wir Lust zu haben. Jo. Und wir haben erst gedacht, na, also Leute, bei minus 20 Grad ein Lagerfeuer, sportlich. Und dann sind wir dann also in den Wald getigert, haben uns hingesetzt und wir haben Wölfe heulen hören. Ohne Scheiß. Ja. Ganz von fern und wir haben sogar, als wir einfach spazieren gegangen sind, so ein paar Fellfussel gefunden. Genau. Und besonders lustig war es, als mir noch einfiel, dass ich in meinem Gepäck noch eine Flasche schön nordischen Rum gehabt habe. Und das war so schön. Die hatten dann so Tee gemacht und das wurde immer gemütlicher. Ja, und wir saßen da mitten im Wald so von vorne wirklich gut durchgebraten, die Hintern abgefroren, so an diesem Lagerfeuer. Genau. Und haben, also je mehr wir von diesen lustigen Tee dann getrunken haben, ja, aber das hat uns wärmer. Und dann fiel Tilly die Flasche rum. Bin ja so wieder durch den Winterwald gestapft, so in unsere Hütte, die Flasche rumgeholt. Und dann habe ich den Finn mal gezeigt, was so ein richtiger Hamburger Groch ist. Ne? So ein schöner Grog, du. Und die mochten, das wurden immer länger und das Feuer. Der Besitzer hat nochmal ganz schnell ein paar Späne gesplittert. Und es wurde immer heißer von vorne. Und zum Schluss haben die finnische Nationalhymne gesungen. Wir natürlich in dem Zustand schon geradezu fließend. Und so mitgelallt. Es war ein so lustiges Erlebnis. Aber das war so toll im Wald. Also ich als absolutes Stadtkind eigentlich, für mich ist Wald natürlich auch manchmal bedrohlich. Also, ne, ihr kennt das alle, so Film, ne? Wald, dunkel und jemand läuft da durch und ne, so der böse Mann im Wald und dann hinterher Verfolgungsjagd, ist also auch bedrohlich. Hänsel und Gretel. Das ist so. Das ist so dieses Ambivalente, ne? Okay, jetzt wird es psychologisch. Hallo, Ohren auf. Psychologie für Anfänger. Ich finde, also das ist so meine Theorie jetzt. Also im Wald ist es ja logischerweise mit vielen Bäumen. Das heißt, du kannst schlecht voraussehen. Das heißt, dein Sehsinn, unsere Augen, wir sind ja Augenmenschen, der kommt da nicht so richtig gut zum Tragen, weil hinter jedem Baum kann ja irgendetwas stecken. Du weißt es nicht. Oben kann irgendetwas sein, was du nicht siehst. Deswegen bist du da sehr auf dein Gehör angewiesen. Deswegen, wenn du in den Wald gehst, so geht's mir, du hörst natürlich ganz, ganz viel. Du hörst das Rascheln, du hörst die Vögel, du hörst alles Mögliche. Aber dass eigentlich unser Signalsinn, nämlich der Sehsinn, sozusagen so ein bisschen nutzloser geworden ist, das setzt natürlich auch Ängste frei. Das heißt, du weißt eben halt nicht, was ist da irgendwie, was passiert da. Und deswegen ist jeder Gruselkrimi und auch jedes gruselige Märchen und all das, finde gerne mal im Wald statt, weil du da so wunderbar Überraschungsmomente auch haben kannst. Mhm. Ne? Mhm. Also diese vielfältigen Sinneseindrücke, die du eben beschrieben hast, so zwitschern von Vögeln und Geruch von Tannennadeln und weiß ich was,
Da gibt es einen Psychologen, der hat das untersucht. Ja. Und der sagt, ein Clemens Arawai, der sagt, das stimuliert die Aktivität des Parasympathikus. Ja, da müssen wir wissen, was der Parasympathikus ist. Das ist ein wichtiger Teil unseres Nervensystems, genau, der für Erholung und Regeneration bis auf die Zellebene verantwortlich ganz ist. Ganz genau, ganz im Gegenteil zum Sympathikus. Mhm. Ich habe mir das immer so gemerkt, der Sympathikus, dieses Teil, also Sympathie, das ist, dazu kommst du in Gange, das ist der, der für die Stressgeschichten zuständig ist. Wenn, und der wird besonders in der Stadt natürlich aktiviert. Ne? Mhm. Und der schreibt, es sei bekannt, dass im hektischen Stadtleben der Gegenspieler des Parasympathikus, der Sympathikus, ist, den du erwähnt hast, sehr aktiv ist. Und deswegen brauchen gerade wir modernen Menschen eben diesen Wald auch als Ausgleich. Also natürlich auch anders, aber Wald ist ein super Erholungsträger. Ich sag euch. Also als wir uns damit dann beschäftigt haben, weil uns das natürlich auch wirklich interessierte und wir ja wissen, wir wissen auch, dass es dass Waldspaziergänge und so weiter für die Psyche extrem gut sind und dass sie auch bei Therapien eingesetzt werden und. Also als wir dann so uns damit beschäftigt haben, haben wir auch noch sehr viele Fakten dazu gefunden. Und das ist natürlich irre. Es ist wirklich irre. Es gibt, es ist wirklich so, dass kaum etwas so gut sich zum Abschalten und Auftanken eignet wie eben ein Spaziergang im Wald. Also der macht natürlich den Kopf frei und der Puls wird ruhig, das erfrischt und was weiß ich, belebt. Aber was man natürlich nicht ahnt, ist, dass da viel mehr hintersteckt, als nur, dass es der Erspannung dient. Also es gibt Studien, die belegen, dass der sogar einen ähnlich großen Nutzen hat, also gesundheitlich jetzt, wie ein schweißtreibender Sport für deine, also die haben experimentiert und die haben Leute, Mediziner haben Leute in den Wald geschickt und Leute durch die Stadt. Und vor und nach dem Gang haben sie dann die Blutdruck und was weiß ich, Lungenkapazität und die alles, vor allen Dingen auch die Elastizität der Arterien geprüft. Und bei den Waldspaziergängen war der Blutdruck signifikant gesunken. Ja. Die Lungenkapazität hatte zugenommen, also sie hatten viel besser geatmet und die Elastizität der Arterien hatte sich auch verbessert. So. Bei den Menschen, die in der Stadt gegangen waren, gab es keine Unterschiede. Das heißt, dass dieser Wald, also ein Waldspaziergang schon von einer Stunde wirklich signifikant dein Wohlbefinden steigert und zwar wirklich nachweisbar, was irre ist. Und dann gab es ein tolles Experiment in Japan und das hatte ich jetzt zum ersten Mal gelesen. Da bin ich ganz, da gucke ich mal in meine Papiere, das war nämlich super. Also die sind da noch dazu, die haben eine Studie gemacht, diese unsere japanischen Freunde. Und zwar haben die festgestellt, dass Waldspaziergänge Blutdruck und Herzfrequenz auch senken. Die Adrenalinausschüttung und damit der Stresspegel sei niedriger als einem Ausflug in die Stadt. Und jetzt kommt der Hammer. Zudem fanden die Wissenschaftler der Nippon Medical School in Tokio heraus, dass das Gehen im Wald offenbar Krebskiller wie Zellen aktiviert. Und dieser Effekt noch mindestens 7 Tage nach dem Spaziergängen anhält. Bisher sind es also nur Vermutungen, die man noch nicht richtig belegen kann, dass das an sogenannten Phytonzyden liegt. Also das sind Substanzen, die Bäume regenerieren, um sich vor Krankheitserregern und Schädlingen zu schützen. Ne? Und wenn du nun durch den Wald marschierst, dann atmest du diese Phytonzyden mit ein. Und du profitierst davon, weil das einen stärkenden Effekt auf dein Immunsystem hat. Noch, jetzt ist man am Erforschen, wie geht das eigentlich? Hört sich erstmal so ein bisschen mystisch, an, aber man hat eben nachgewiesen, dass es offenbar so ist, dass man da so Zellen, dass sich das Immunsystem sich aktiviert. Und über diese Gründe der so gesundheitsfördernden Kraft des Waldes wird ja viel spekuliert. Fakt ist aber, dass Sauerstoffruhe und ätherische Duftstoffe unserem Körper und unserem Geist gut tun. Natürlich. In Wäldern ist die Luft so staubarm wie sonst nur im Gebirge oder am Meer. Die Konzentration von Staubteilchen beträgt dort nur 1-10% von der in Städten. Also das ist das, was diese japanischen Forscher da rausgefunden haben. Ich finde es nur irre,
dass man davon ausgehen kann, dass uns der Wald gut tut, dass es gesundheitsfördernd ist und dass man sogar, wenn man regelmäßig durchmarschiert und wirklich einen Waldspaziergang, so fast was ich jedes Wochenende vielleicht mal so anricht von einer Stunde, dass das auch unser Immunsystem stärkt. Ob es, wie es nun ging und tatsächlich, wie es um Krebs bestellt ist und welche Sorten, das weiß man alles noch nicht. Aber der Fakt ist ja, dass diese Phytonzyden ausgestrahlt werden, dass unser Immunsystem besser ist. Wie weit das nun geht, ist eine andere Frage. Aber es geht uns schlichtweg besser. Und das ist ja schon mal eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und das kann ich nur bestätigen. Ihr wisst ja, oder einige wissen, ne, ich hatte vor ein paar Jahren ein geplatztes Aneurysma, also eine Ader im Kopf ist geplatzt und das war ziemlich, ziemlich ernst und ziemlich böse. Und dann kam ich, nachdem ich aus dem Gröbsten draußen war, das gehört sich dann so, und dann kommt man so an eine sogenannte Reha. Da war ich hier in Bad Bramstedt, das ist ja auch im Norden, ist nicht weit weg. Christine, die uns wahrscheinlich auch zuhört, die wohnt da in der Nähe. Und Bad Bramstedt liegt in einem... Grüße, Christine. Rio, liegt in einem Waldgebiet. Und ich weiß, dass das war zu einer Zeit, wo ich noch ziemlich wackelig auf den Beinen war. Und die fing dann auch so ein bisschen an, so unter Anleitung ganz vorsichtig Nordic Walking mit den Sticks in dieses Waldgebiet zu gehen. Und ich weiß noch, wie ängstlich ich war, ob ich das schaffe und ob ich nicht da zusammenklappe, und keine Ahnung. Aber innerhalb der, wie lange war ich da? 4 Wochen oder so, ne? Wurde ich immer mutiger und ich habe mir dann immer mehr Ziele gesetzt in diesem Waldgebiet. Habe natürlich dann die Freiheit genossen, jetzt endlich aus dem Pflasterkasten draußen zu sein. Habe meine Kondition natürlich auch ein bisschen aufgebaut und habe das einfach genossen, am Leben zu sein, den Vögeln zuzuhören und diesen Duft einzuatmen. Also nicht umsonst ist es so, das weiß ich auch, es gibt eine Studie, dass Menschen, die krank sind, in einem Krankenzimmer, die in einem Krankenzimmer liegen und da auf Bäume gucken können, dass die wesentlich schneller gesund werden als eine Vergleichsgruppe, die einfach nur auf kahle Wände gucken. Also die werden schneller gesund, die brauchen weniger Schmerzmittel, ja, Wahnsinn, ne? Die sind einfach stabiler. Das heißt, allein das Blicken auf Wald und auch auf Wasser. Und Annika und ich, wir haben wirklich diesen Luxus, wir können auf beides gucken, so von unserer Wohnung aus. Ist die Lebensqualität, die ist unglaublich. Und die ist auch richtig gut. Ja, so. Das ist Wahnsinn. Also das hat mich... Da haben wir noch so einen kleinen Spekulatius. Das ist auch gut. Das hat mich umgehauen. Also, dass das so funktioniert, ne? Die Japaner haben doch da jetzt so was, aus dem, was du erzählt hast, dass die sind ja da ganz scharf drauf, die Japaner, und forschen ja auch die Auswirkungen vom Wald. Und die haben etwas entwickelt, das heißt Waldbaden. Ja, Shinrin-yoku. Oh, Shinrin-yoku heißt Waldbaden. Ja. Und das ist eine japanische Tradition, das haben die sich nicht ausgedacht. Ach so, das gab's schon früher. Ne? Seit Jahren ist das Teil der Gesundheitsvorsorge in Japan. Dass du, wenn du bitteschön, dann ab in den Wald. Das hat für die auch noch die Bedeutung, zurück zur Natur, zurück zu den Wurzeln. Das hat ja auch noch eine mystische oder... philosophische Komponente. Ne? Und Shinrin-yoku heißt Waldbaden und das ist wirklich eine japanische Tradition. Und das Interessante ist, dass schon 2012, also ist gar nicht jetzt so ganz frisch, da wurde an japanischen Universitäten ein sogenannter Forschungszweig für Waldmedizin eingerichtet. Weil man festgestellt hat, dass er eben gut tut. Dass es vor allen Dingen gesundheitsfördernd ist. Zum einen medizinisch, aber, und das finde ich auch interessant, eben auch psychisch. Denn das ist wirklich unbestritten, das haben auch britische Forscher wieder herausgefunden, dass Waldspaziergänge zur Entspannung beitragen. Und bereits nach 5 Minuten, die du an der frischen Luft da bist im Wald, setzt dieser Effekt ein, dass alles, dass deine Atmung etwas runtergeht, dass du entspannter bist, dass du aufhörst, nervös zu sein und so weiter. Ständig rumzugrübeln und so, ja. Also nach der Studie dieser Briten fördern sogar Waldspaziergänge dein Selbstwertgefühl, weil es die die Stimmung hebt und den Stress abbaut. Und diese Wirkung verstärkt sich sogar noch, wenn ein Bach plätschert oder ein See liegt oder irgendwie sowas. Übrigens, ne, liebe Freunde, wieder mein Plädoyer dafür, wenn ihr euch in der Natur bewegt. Ich weiß es, ich kenne auch viele, die uns zuhören, die dann laufen und die lieben das auch mit Kopfhörern zu laufen.
Das kann jeder machen, wie er will. Aber wenn ihr in so einer schönen Natur euch bewegt, setzt ab und zu mal eure Kopfhörer ab und lauscht. Also lauscht wirklich den Vögeln und wenn es so ein Bach gibt, lauscht, das ist einfach wunderschön. Und nebenbei dieses, das ist so, wenn man dann den Luxus hat, so etwas machen zu können, das ist for free. Das ist nicht ärztlich verordnet und nichts. Das ist auch nicht, der Wald will nichts von dir. Du musst ja aufpassen, dass du nicht auf die Schnauze fällst, so wegen der Wurzeln. Aber ansonsten, das ist eben so, für mich ist es, wenn ich durch den Wald laufe, wie so back to the roots, also wirklich genau zurück zu den Wurzeln. Mhm. Mhm. Denn so ein Waldspaziergang ist ja nicht lustbesetzt. Also der macht dir Spaß und so weiter. Ja. Aber, Quatsch, nicht, also der ist lustbesetzt. So wollte ich gerade nicht sagen. Also ein Waldspaziergang ist lustbesetzt, aber ist nicht verordnet. Ja. Und er ist auch nicht auf ein bestimmtes Ziel ausgesetzt. So wollte ich das sagen. Also das ist etwas, das machst du, weil du es willst. Ja. Und niemand sonst. So in dem Moment. Du fährst da hin oder je nachdem, wo so ein bisschen Wald ist und wenn es ein kleiner Park irgendwo ist. Ist egal. Einfach ein bisschen da durchspazieren und mal hören, gibt es sowas wie einen Vogel noch hier? Und das ist einfach, das hat auch eine hohe Sympathiequote. Also die wenigsten brauchen ja einen Anschubs, es sei denn, du kannst nicht aus der Tür oder bist eben zu Hause oder sowas, aber gefangen, aber oder musst zu weit dahin, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber im normalen Fall ist es ja so, dass du entweder, wenn du ländlicher wohnst, hast du irgendwo Wald um dich rum. Und wenn du in der Stadt wohnst, hast du einen Stadtpark oder irgendwas oder in der Nähe sogar einen Park oder irgendwie sowas. Darum ist es ja auch so scheiße, wenn so kleine Parks, die entstehen in so Ballungsgebieten angelegt werden, wenn die dann versifft sind oder von Drogen kurieren, da hätte ich fast gesagt, verkaufen da belegt sind und solche Schattenkleistereien. Denn es ist so, wir brauchen das. Wir Menschen, wir kommen aus dem Wald, oder aus der Natur. Ja. Ganz früher, Neandertaler, der ist durch den Wald gestratzt. Und der hatte nicht so viel. Wir stellen uns den immer so in weiter Pläne vor. Nee, also in unseren Regionen hier oben war überall Wald. Und Wald gibt ja ganz viel. Also er gibt Schutz. Ich werde nie vergessen, das war in diesem Jahr, das ist hier im Norden so, es regnet manchmal und es regnet manchmal ganz plötzlich und es regnet manchmal ganz doll. Und wenn ich dann mal ein Läufchen mache, habe ich das einmal gehabt, da hat es richtig geschüttet. Und wir haben hier oben ganz große, dichte Bäume, also fast wie so ein Dach. Mhm. Und Leute, da habe ich mich dann, während das oben richtig geregnet hat, habe ich mich unter diesen Baum gestellt, wurde kaum nass. Richtig. Und habe das dann, ich konnte und wollte auch nicht weiter. Und hab denn dieses Plätschern und denn dieser Geruch, wenn so Waldboden und Regen, wenn sich das so mischt. Das riecht voll, und ich habe das so genossen. Und ich war wirklich, also scheiß auf Regen, ist egal. Dieser Moment auch wirklich dann mal, und das sind auch dieses Waldbaden, gehört damit dazu, dass man sagt, so, du bleibst jetzt stehen. Und so mache ich das auch. Ich bleibe, ich will laufen, aber wenn es irgendwo schön ist, ich sehe irgendwo so ein Reiher, das gibt's bei uns. Wir haben sogar Adler, wenn ich den irgendwo entdecke, dann bleibe ich natürlich stehen und freue mich. Und egal, was ich jetzt, ob ich ein bisschen länger brauche beim Laufen oder nicht. Und das ist dieses Waldbaden. Das hat was mit Achtsamkeit zu tun, mit Genuss, mit eben kein Ziel, da ist der Weg das Ziel, ne? Ja, genau. Einfach diesen Weg zu gehen. Und das ist auch, es ist auch notwendig. Also eine Studie hat herausgegeben aus Chicago, so 2015, gar nicht alt her, dass je weniger Bäume in einer Wohngegend stehen, desto höher ist das Risiko für typische Zivilisationskrankheiten. Mhm. Sowas wie Herz-Kreislauf-Schwäche, Bluthochdruck, Diabetes, so ein Krempel, stell dir das mal vor. Also das gibt es wirklich eine Korrelation zwischen beiden. Und deshalb sollte dieser kostenlose Gesundheitsdienst, den wir da haben, den könnte man ja ruhig irgendwie benutzen, wenn man einen Wald in der Nähe hat oder also dahin kommt. Ne? Ich glaube, sowohl du als auch ich mit unseren Maläschen, die wir bisher gehabt haben, wir wären nicht wieder so auf die Beine gekommen, wenn wir nicht diese Waldgegend hier gehabt hätten. Ja. Ich habe irgendwie, aber das habe ich nur noch so grob in Erinnerung, gab es auch eine Forschung, dass nur jedes zweite oder dritte Kind überhaupt mal auf einen Baum gekrabbelt ist. Ja, genau. Ich bin nun auf dem Land groß geworden und wir hatten natürlich Bäume logischerweise ohne Ende. Und natürlich gab es auch Bäume, wo du als Junge und auch als Mädchen hochkrabbeln konntest.
Allein das, außer dass es völlig Spaß macht, Koordination, Feinmotor, Grobmotor, dieser ganze ein bisschen Mut, bisschen Selbstwertgefühl, all das gehört damit dazu. Wenn du so einen Baum eroberst vor allen und dann wenn von du oben runterkommst. Ja, vor allem, wenn du da dann auch runterplumpst, du hast ja meistens einen weichen Waldboden mit Moos und so. Das ist ja doof, wenn du hier irgendwo auf so einen, in der Stadt auf ein Klettergerüst kletterst und du fällst runter, dann fällst du vielleicht in die Sandkiste. Das ist aber auch richtig heftig. Und meistens ruft ja auch schon jemand, lass das, Vorsicht, geh da nicht rauf. Welches Kind klettert auf den Baum? Das ist wirklich... Und das Witzige ist, dass es immer wieder Artikel auch gibt, also in Kinderzeitschriften, über Baumhäuser und all solche Sachen. Das ist ja, also die Sehnsucht in uns ist schon da. Es gibt eine Stadtteilschule in Barmbek, die kenne ich so ein bisschen, da kenne ich auch den Schulleiter. Und sein großes Projekt, und das hat er echt durchgesetzt, also ganz, ganz toll, ist für die Schule ein Baumhaus zu bauen. Ja, genial. Und das können sich dann auch Klassen sozusagen mieten, wenn die da so machen. Und der hat, ich glaube, er hat auch so ein bisschen seinen eigenen Kindheitstraum damit verwirklicht. Aber der hat wirklich das geschafft, die Genehmigung zu bekommen, auf dem Schulhof ein Baumhaus zu bauen. Und da steht er. Was für eine toll. Geniale Idee, ja, das Schöne. Ja, also von daher, ja. Wie ist das jetzt aber eigentlich, was hältst du denn davon? Guck mal, es gibt ja so, wie soll ich mal sagen, so Esoteriker, die ja einen Schritt weiter gehen. Die jetzt sagen, also so Bäume haben Gefühle und Bäume sind eigentlich so, wie soll ich mal sagen, sind genauso Lebewesen und deshalb, nur es funktioniert eben alles ganz langsam und deshalb fühlen wir uns angesprochen und so. Ich bin jetzt so weit, dass ich nichts ausschließe. Und dass es sicherlich Kommunikationswege auch zwischen Pflanzen und auch von zwischen Bäumen gibt, das ist überhaupt keine Frage für mich. Wie weit wir jetzt uns als Teil der Natur jetzt davon angesprochen oder da beeinflusst werden, weiß ich auch nicht. Aber all das, was du eben vorhin vorgelesen hast, also diese Auswirkung auf unser Nervensystem, ist ja nicht irgendwie, kommt ja nicht, von nichts kommt ja nichts. Mhm. Also wir müssen als Teil der Natur, werden wir schon in diesem System mit angesprochen werden. Mhm. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber es ist so. Also uns als Teil der Natur zu begreifen, das wissen wir nicht erst seit Greta, ist das extrem wichtig. Und wenn wir uns als Teil der Natur begreifen und auch die Bäume letztendlich als Lebewesen begreifen, denn wenn wir nicht so einen Scheiß machen und die Fußballplatzweise täglich abholzen, in gerade auch in Südamerika, sondern würden da vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Aber und dann schrägt es wieder unsere Ressource. Ja, es ist natürlich Geld. Sie sind Holzlieferanten und müssen auch weg, weil teilweise dann da irgendwas anderes hin soll. Sojaplantagen oder sonst wo. Oder Pipelines, keine Ahnung. Interessant ist ja, dass es große Lungen auf dieser Erde gibt. Ja. Also sprich Gegenden, riesige zusammenhängende Waldgebiete, die für unseren Sauerstoff sorgen. Und der ist nun mal für uns alle extremst wichtig. Ja, super. Das heißt, wir haben den in Südamerika, wir haben oben Kanada, Amerika, diese Gegend waldreich. Und wir haben es in diesen Gegenden Russland, eigentlich bis Europa. Eigentlich ganz Europa war eigentlich mal, also Nordeuropa zumindest, war mal richtig waldreich. Das war alles waldreich. Wir sind ja immer jedes Jahr auf den Lofoten unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Und das sind heute karge, schroffe Felsen. Das war waldreich. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das gibt Aufforstungsprojekte. Man sieht auch teilweise schon den Erfolg, in dem so ein bisschen was da so verschieden kommt, so ein paar Tannen. Man kann es erahnen, aber es ist natürlich von den Wikingern abgeholzt worden. Die brauchten Boote, also zack, weg damit. Die haben die auch weggemacht, damit man besser die Feinde sehen kann und so weiter. Die ganzen griechischen Inseln und so weiter. Viele Teile in Italien, Spanien wurden natürlich im Mittelalter radikal abgeholzt, ohne überhaupt zu wissen, dass es irgendwelche Schäden nach sich ziehen könnte. Einfach, weil man Holz brauchte oder Schiffe gebaut hat davon. Das bedeutet, dass der Mensch eigentlich schon seit langer, langer Zeit rigoros und ohne Nachdenken mit der Natur rumfuhrwerkt. Also seitdem es den Menschen gibt, benutzt er sie,
macht sie sich untertan, vergisst aber eigentlich, dass er so davon abhängig ist. Also wenn wir die Wälder abholzen, dann haben wir schlichtweg keinen Sauerstoff. Das ist mal ganz doof. Aber richtig doof. Kann man so ganz platt sagen. Kann man auch sagen, wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen. Boah, Entschuldigung, der musste jetzt rausgehauen werden. Plus, es dient natürlich auch dazu, sich das ab und zu mal klar zu machen, wie schön das ist, dass wir Ecken haben und dass wir hier immer noch Ecken von Wald haben, dass wir immer noch irgendwo dahin gehen können, dass also nicht alles flöten gegangen ist und dass es vielleicht dann auch mal gut ist. Also es muss nicht noch wieder und noch wieder und noch wieder. Nein. Also hier war es von unserer lieben Nati, ne? Nati hat wieder ein zauberhaftes Bild. Dankeschön, ja, Nati. Danke viele, viele liebe Grüße. Und Nati hat, als ich gesagt habe, das Thema wollen wir gerne machen, sagt sie, ja. Also sie sagt, gerne Tanne, aber künstlich, weil so ein Tannenbaum, bevor der gefällt wird, sagt sie, so ungefähr 6-7 Jahre wachsen. Mhm. Und das will sie nicht mitmachen und das finde ich auch okay. Wir haben uns für ganz kleine Tannen entschieden. Ja, die sind in Töpfen. Die sind in Töpfen und die halten bei uns. Die letzten haben wir, glaube ich, 5 Jahre oder sowas benutzt. Die wurden immer größer. Jo. Die wurden immer ein bisschen größer, waren nachher doppelt so groß. Ja. Und dann sind sie in diesem Sommer sind sie eingegangen. Es war einfach zu heiß und ich war krank. Genau. Und dann ging die Melanie nach hinten. Also wir haben uns für die Wachstumsvariante. Ja, genau. Aber ich sag nur, ne? Also muss jeder selbst wissen, wie er es macht. Trotzdem ja, dieser es sind frische Plantagen. Das sind Plantagen und natürlich benutzen wir Holz. Wir haben so oft ist das, dass dann noch Leute sagen, ja, ich mag der natürliche Möbel aus richtig Holz. Und es kann heute alles ist irgendwie nicht richtig oder doch richtig. Wir können über alles irgendwie hin und her diskutieren. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Genau. Aber ich finde, es geht darum, Urwälder. Es geht, dass man, wenn man was wieder aufforstet, aber es geht um den Verlust dieser Flächen. Ja. Und das ist es, wenn, und was du sagst mit den Fußballfeldern, das geht ja rasant. Ich weiß gar nicht, in welcher Geschwindigkeit. Ja. Darum geht es. Und dass man diese, gerade unsere Urwälder, wenn man denen sich nähert, und mit Urwäldern meinte ich wirklich über Jahrhunderte gewachsene Wälder, wenn man die da so richtig platt macht, dann hat man dann auch nur noch Monokultur und die ist anfällig für Käfer und ich weiß nicht was. Also und unterm Strich geht es wieder darum, guck, wo das Geld hinfließt. Ja, also wer macht da wieder Profit, wer ist da wieder so habgierig, dem ist das scheißegal, weil nach mir ist auch egal, was da passiert. Ich habe von unserer Freundin Gittchen vor langer Zeit habe ich so ein schönes Buch bekommen. Ganz liebe Grüße an Gittchen und Gerd. Und zwar Märchen von Bäumen. Ach, wie schön, ne? Das ist ein tolles, ganz tolles Buch. Und keine Bange, ich will euch jetzt kein Märchen vorlesen, aber nur mal so die Kapitel, die da so haben. Also da gibt es ein Kapitel, da geht es um himmelhohe Bäume, also die Prinzessin auf dem Baum und der Wunderbaum zum Himmel. Anderes von Herkunft der Bäume und ihren Eigenschaften. Ein Märchen, warum die Bäume nicht mehr reden, warum die Kiefer so struppig sind. So. Dann gibt es Bäume und ihre Früchte, sprechende, singende, helfende Bäume gibt es natürlich im Märchen. Bäume als beschützende Zuflucht und Heimat von Menschenbäumen und Baummenschen. Und eben allerhand wundersame Baumgeschichten, die verzauberten Weiden zum Beispiel. Oh, wie schön. Und ich habe davon reingelesen und reingeguckt. Es ist einfach toll. Also das heißt, ich behaupte auch da, ne, seitdem es Menschen gibt, was du vorhin auch schon gesagt hast, spielt der Wald immer eine Rolle. Extrem, und es ist immer in Geschichten, spielt der Wald immer eine wichtige Rolle. Ja, immer irgendwo. Mhm. Und ist auch mystisch und ist auch in unserem Kultur gut, auch so ein Ort, der sowohl, was wir jetzt festgestellt haben, im hellen Sonnenlicht und so weiter, ist das natürlich ein Ort der Entspannung und des Spazierengehens und so weiter, hat aber im Nebel und im Winter und im Dunkel auch mystische bis hin zu gefahrvollen Momenten, also ähnlich wie wir Menschen auch sind. Ja. Da gibt es schon eine Verbindung. Ja. Das ist nicht so, also bei diesem ganzen, als wir da so uns mit beschäftigt haben, haben wir auch was gefunden, dass
was, also da hat ein Psychologe, ein Herr Sachon, hat etwas gesagt. Die Menschen haben verlernt, die Existenzweisen zu kultivieren und Erlebnisräume zu pflegen, die wir benötigen, um Leib und Seele immer wieder zu regenerieren und wenn notwendig auch unser Heilen zu fördern. Das trifft ja auf das zu, was wir schon gesagt haben. Und der sagt, dass, oder der behauptet, dass, die Menschen bei all den Veränderungen, die wir heute haben, etwas fehlt, an dem sie sich orientieren können, weil wir uns so sehr von der Natur gelöst haben. Das ist so seine Vorstellung. Ja. Und sie spüren und wissen nicht mehr, wer sie selbst sind. Sie sind häufig innerlich zerrissen, erklärt Sachon. Ihnen fehle das Fundament, die Wurzeln also. Mhm. Und der Psychologe sieht das Problem auch in der zunehmend einseitigen Erziehung. Bereits mit frühkindlicher Bildung werden die Kinder zu Kopfmenschen erzogen. Und ihnen die Prinzipien einer Leistungsgesellschaft vermittelt. Wissen, funktionieren, gebildet sein. So. Und das ist es, dann, das, da ist natürlich, könnte der Wald natürlich eine Rolle spielen, indem er eben, wie soll ich sagen, das, was wir vorhin gesagt haben, indem er gesundheitsfördernd ist. Ja. Und indem man, wenn man da, wenn man auf einem Waldspaziergang ist, vielleicht auch mal wieder die Gedanken darum macht, woher wir eigentlich kommen. Man wird ja sehr auf sich selbst zurückgeworfen. Dadurch, dass du in einer Umgebung bist, die nichts von dir will, die dich nicht irgendwie misst oder dir irgendein Urteil zukommen will, sondern du gehst einfach da durch, guckst die Bäume an, hörst die Geräusche und bist da so ein bisschen mit dir selbst, kannst du natürlich auch mal reflektieren und kannst darüber nachdenken, was will ich eigentlich? Und die Natur ist schön und es ist halt nicht alles, was wir heute in unserer Umgebung haben, in unserem Umfeld, ist nicht das, was unbedingt notwendig ist für unser Leben. Vielleicht kann man in solchen Momenten, wenn man so einen Waldspaziergang macht, vielleicht auch mal so runterkochen und denken, brauche ich jetzt eigentlich noch wieder ein neues Auto? Das andere fährt doch noch. Brauche ich jetzt wirklich dieses und jenes? Muss ich noch irgendwie die 30. Paar Schuhe haben oder so. Gut, es gibt Momente, wo man sagt, ja, brauche ich jetzt. Okay, dann braucht man sie auch. Aber es kann auch Momente geben, wo man sagt, nö, eigentlich. Also angesichts so einer Natur, die irgendwie so runterkocht und nichts von dir will, ist es doch eigentlich verständlich, über sich selbst einen Augenblick nachzudenken und auch zu denken, was will ich eigentlich? Und das ist, beschreibt da, finde ich, eben ganz gut, dieses, dass wir eben Kopfmenschen sind. Und dass uns so diese, dass die Natur könnte praktisch wie so ein Gegenentwurf sein zu dem. Und da hat mein guter Freund Nietzsche, der Philosoph Friedrich Nietzsche, hat da was Tolles zu sagen. Sag mal. Gesagt. Wir sind so gern in der freien Natur, weil diese keine Meinung über uns hat. Die Pflanzen und Tiere stellen keine Erwartung an uns. Die Natur ist ein Gegenentwurf zur Kontrollwelt im Alltag. Hier haben die Menschen das Gefühl, dass sie einfach so sein dürfen, wie sie sind. So ist es. Ja, in der Natur findet der oft seiner Ursprünglichkeit entfremdete Mensch wieder eine Verbindung zu sich selbst. Er werde offen für das, was er brauche und lerne, in sich hineinzuhorchen. Und ein anderer Psychologe hat auch gesagt, aber sei die Naturtherapie keine Behandlung und der Wald kein Medikament, sondern es ist einfach da. Es kommt auf die Haltung und das Sich-Einlassen ein. Alles von den Kindern gesagt. Es gibt ja auch Waldkindergärten, die ganz bewusst eben auch diese, die Kinder in die Natur, also die Natur mit einbeziehen. Finde ich ganz zauberhaft. Und mein Freund Ole, schönen Gruß, falls du es hörst, hat mir erzählt, er geht mit seiner Tochter, die wohnt in der Nähe eines Waldes, oftmals in den Wald. Und die Kleine ist im Moment auch so in so einem Alter, wo sie so iPad und Co. alles ganz spannend findet und so. Und er ist eben auch, er muss auch viel machen im technischen Bereich. Und dann sagt er, dann sind wir beide in den Wald gegangen und da war dann so ein kleiner Bach und den haben wir dann umgeleitet. So. Und er sagt, das darf man gar nicht erzählen, das hat mir so viel Spaß gemacht und der Kleinen auch. Da war das Thema Handy oder iPad oder sonst wie was überhaupt gar nichts. Nein. Für beide nicht. Und die beiden haben da wirklich im Wald so einen kleinen Bach, ganz wichtig, ganz emsig, stundenlang umgeleitet zu. Und sich dabei gefreut und dabei geschnackt und Spaß gehabt und so. Ich finde das so toll, hier oben, wo wir sind, in Schleswig, gibt es mehrere Leute in unserer Umgebung, die jeden Tag im Wald sind. Ja, mit ihrem Hund. Mit ihrem Hund oder nicht.
Eine Bekannte von mir, viele Grüße an Vanessa, die jeden Morgen, bevor sie zur Arbeit geht, ist sie mit ihrem Hund im Wald unterwegs. Ja. Jeden Morgen. Und da sagen wir schon mal, der arme Köter, ne? Der hasst das, weil Vanessa muss um fünf aufstehen oder was oder noch früher. Noch früher, sie muss ja noch eine Stunde mit dem Hund. Mit dem Hund. Und sie sagt aber immer, nee, der Hund findet das toll. Der kennt das ja nicht anders, aber ich meine, wir wissen, dass er hinterher sich wieder in die Ecke wirft und weiterknackt. Aber ganz auch hier im Haus, also sind Leute, die ganz automatisch jeden Tag mehrfach im Wald unterwegs sind. Und die sind alle ziemlich stabil, muss ich dazu sagen. Also ganz subjektiv einfach so, die werden kaum krank. Ne? Vanessa ist derartig stabil, das ist ein Hammer. Also toll, richtig toll. Fassen wir doch mal langsam zusammen. Also Wald speziell, ihr habt gemerkt, dieses wann immer ihr könnt, und das muss nicht wirklich der Riesenwald sein, das ist heute auch wirklich der Park um die Ecke. Ja, das, was man erreichen kann, das muss auch realistisch sein. Aber wenn ihr könnt, macht auch ruhig mal einen Ausflug irgendwo hin. Seht zu. Also laut dieser japanischen Forschung wäre es schon gut, wenn du zwei, dreimal die Woche sogar... Einmal, wir haben ja gesagt, das hält. Entschuldigung, habt natürlich wäre es immer... Na klar. Also es reicht schon, wenn 7 Tage haben die gesagt. Jo, genau. Mhm. Und was wichtig ist bei dieser ganzen Geschichte, ist, das ist zwecklos. Im Sinne von zwecklos. Also geht da jetzt nicht hin und sagt, ich muss jetzt aber in 3 Stunden irgendwie 4 Kilometer ablaufen. Nicht oder schon wieder. Oder irgend so ein Quatsch. No. Und wenn ihr 100 Meter nur reingeht, ist es völlig egal. Ihr bleibt da stehen, sitzen, wo es schön ist, wo ihr was entdeckt. Weil das hat immer was mit Entdecken zu tun. Mhm. Macht vielleicht ein schönes Foto dabei, guckt hinterher nach, was haben wir da eigentlich entdeckt, was ist denn das? Ihr riecht an den Pflanzen, wenn es nachher, irgendwann wird es ja wieder Frühling und Sommer. Manchmal entdecke ich dann auch irgendwelche Beeren, die ich dann auch kenne und die ich dann auch essen kann, solche Sachen. Ich sehe immer irgendwelche Vögel, ich sehe immer irgendwelche Viecher. Und dieser Moment, dann einfach mal nur dabei zu bleiben und sich das nur anzugucken, anzuhören, anzufühlen, anzuschmecken. Das ist also, etwas, wo du alles vergessen Wald, kannst. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, dass der Wald mit Ruhe und Entspannung zu tun hat, ist ja jedem von eben irgendwie auch innerlich klar. Guck mal, es gibt seit Jahrhunderten Waldfriedhöfe. Ja. Oh Gott, Waldfriedhöfe. Und es gibt auch viele Menschen, die gerne im Wald unter Bäumen begraben werden möchten. Ja. Die also wieder zurück auch in die Natur, auch zu Bäumen möchten. Da schließt sich der Kreis. Ja. Mhm. Und die auch, viele, die auch von Bäumen eben auch fasziniert sind, auch von den verschiedenen Arten. Ja. Und sie sind halt, kennt ihr doch auch sicher so Fotos, vielleicht habt ihr schon mal diese riesen Mammutbäume gesehen in Kalifornien oder so eine richtig alte, jahrhundertealte Buche, die irgendwo schon irgendwo 500 Jahre steht. Das ist doch ein Irrsinn. Was hat die gesehen? Mein Lieblingsbaum in der Nähe von Heiterbu, da in der alten Wikingersiedlung. Ich liebe den. Ich habe keine Ahnung, wie viel Jahre der auf dem Buckel hat, aber der scheint schon ziemlich alt zu sein. Drumherum ist so eine kleine Sitzbank. Nachher sind meine Schäflein wieder draußen, die grasen da, ich gras da sozusagen mit. Also ich setze mich das da Bild, hin. Leute, das Bild würde ich jetzt nicht. Ja. Oh, Kopfkino, also geh raus aus dem Kopf. Also wir mein grasen da zusammen, Mann. Alles so, klar. Meine Schäflein und ich. Nein, wir unterhalten uns dann da so ein bisschen. Und das ist, da denke ich auch mal, Mann, vielleicht, wer hat da schon alles gesessen, ne? Wer hat schon unter diesem Baum geknutscht, sich geschützt vom Regen, keine Ahnung was gemacht. Richtig, ja, ja. Und das und da geht so auch meine Fantasie und meine Gedanken so auf die Reise. Und du, wer weiß, wie viele Dichter letztendlich sich um Bäume gekümmert haben. Mein Freund, der Baum. Oh nee, bitte, oh nee. Ist erschienen. Alexandra, ja, genau. Schönes Lied. Mäuschen, fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein? Ach, man könnte jetzt so weiter rabarbern. Ja, ne? Aber meine Kekse sind alle. Ich habe noch ein bisschen Brioche übrig. Du hast noch Brioche? Ja, ich habe so viel geredet heute. Ja, das stimmt, hast du aber schön geredet, ne? Hast du schön geredet, doch. Wenn du redest, konnte ich wenigstens meine Gewürzspekulatius essen. Echt, du pervers. Also, ihr macht euch einen schönen zweiten Advent. Wir machen Bock auf Backen mit Nele. Gibt's am Montag. Montag, also morgen. Montag, die nächste Backwoche im Advent ist eingeläutet. Diesmal gibt es Lebkuchen. Oh. Richtig schöne Lebkuchen. Wieder Bock auf Backen ab Montag mit
Michael und Nele, genau, die Lebkuchen zusammenmatschen. Sofern das Internet wieder funktioniert und wir den Kram hochladen können. Gottes Willen. Ist egal. Ist doch gut, gibt's ab Montag für die neue Woche. Dann könnt ihr alle für den nächsten Advent backen. Genau. Ne? Und mal probieren, denn ich hoffe, die Zimtsterne haben gemundet, die Küche ist wieder aufgeräumt. Also auf ein neues. Auf ein neues Verwüsten. Auf ein neues Verwüsten. Wie gesagt, Bock auf Backen. Wir hoffen, euch hat diese Folge des Waldes auch mal gefallen. Ist ein bisschen ein anderes Thema als jetzt. Aber weihnachtlich. Aber es ist ein weihnachtliches. Ja. Und denkt an Winterwald und und stellt euch diese Tannen mit Schnee vor. Ist auch wunderbar, ist auch tolles. Ja. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, ab im Wald, ihr Lieben. Schnappt euren Hund, schnappt euren Partner, schnappt die Kinder. Oder schnappt euch selbst. Schnappt euch selbst und marschiert mal so ein paar Bäume weit. Ja. Und riecht mal und genießt das mal so ein bisschen. Und schreibt uns. Ja, macht. Oh, vielleicht macht ihr auch mal ein Foto von dem, wo ihr gerade seid, was es da für Wälder gibt oder was, ne, so ein Park oder sowas Schönes. Jo, wo so ein paar Bäume sind, wo es einen tollen Baum gibt, vielleicht. Das wäre auch was, ne? Euch liebe ja Bäume. Mhm. Wenn also jemand von euch einen tollen Baum in der Gegend hat, so einen alten, tolles oder so einen schönen Wald, stellt doch auch ruhig mal ein Foto ein, das wäre toll. Ja, da würde ich mich drüber freuen. So, ich gucke mir alles an. Ja. Ne? Wir wünschen euch was. Habt eine schöne, waldreiche Woche. Ja. Ja, bis Montag bei Bock auf Backen. Ansonsten bis nächste Woche bei Psychologen beim Frühstück, dieser weltberühmten, traumhaften Sendung. Finde ich schon. Mit diesen beiden obersexy, traumhaften Psychologen. Ich glaube, nächste Woche, weißt du was? Ich glaube, wir haben schon die Folge 80. 8-0. Ganz groß, 8-0. Ja, bei 100 müssen wir uns was einfallen lassen. Oh Mann. Also, ihr Lieben, macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.